F9 und 4 Schlachtzugaufzeichnungen. Okay, eine Kursänderung, aber hoffentlich nicht von unserem. Den haben wir nicht abfangen wollen. 26. Was bist du? Transport Wallaby, du bist leer. Ich habe wohl vergessen, den Auftrag zu stornieren. Transport Wallaby dreht bitte um nach Wallaby, bevor er von dem da abgefangen wird. Ja, aber das ist nicht unser. Den haben wir ignoriert, weil wir wollten halt nicht durch die ganze Flotte durchfliegen. Ja, ist okay. Und er hat anscheinend nur Geschwindigkeit zugelegt. Fregatte Laser 2 hat alle Befehle ausgeführt. Auf Orange. Dann bist du jetzt Verteidiger Orange. Klein hat alle Aufträge abgeschlossen. Das ging ja fix. Du hast Verteidigung. Nee, hast du keine. Dann produziere mal bitte Raumstation. Ja, komm. Produziere die jetzige, auch wenn das 4 Jahre dauert. Ich hatte kurz überlegt, ob wir in den Schiffsdesigner gehen und schon die bessere Raumstation zusammenbasteln, aber die bessere Raumstation wird wesentlich mehr Ressourcen kosten als das hier. Und das wird in Ewigkeiten dauern auf klein. Das heißt, der baut erstmal nur den hier, damit er einigermaßen geschützt ist. Und sobald das Teil steht, kann er dann auch seine 5 Verteidiger bauen, denn ist gut. So, weiter. Wallaby hat 7 neue Schiffe gebaut. Okay. Denep hat 5 neue Minenleger gebaut. Das ist doch sehr schön. Du bist jetzt Name. Minenleger Denep. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert mit den überlappenden Minenfeldern. Also ob die sich irgendwie ergänzen oder ob in den Schnittpunkten oder Schnittflächen doppelten Schaden verursacht wird. Aber ich denke mal, Schaden wird es auf jeden Fall nicht. Das heißt, Minenfeld anlegen. 8 Verteidigungsstellung auf Denep. 100 Verteidigungsstellen auf Kiche. Abdeckung 86% mit der Raketenbatterie. Die werden hoffentlich auch automatisch aufgestuft. Du kannst gar keine Fabriken mehr bauen. Das sollten wir also gleich mal ändern. Und du baust noch 3 Verteidiger. 2 hast du anscheinend schon hier. Gut, Kiche ändern. Fabriken entfernen. Was brauchst du denn noch? Du hast Minenleger. Du hast Verteidiger, sogar mehr als normal. Du hast keine Transporter. Nee, das sind Transporter simple. Kiche selbst hat anscheinend keine. Oder fliegen die gerade irgendwo anders rum? Nee, ich sehe keine große Zahl, die in der Nähe davon ist. Gut, dann bau doch mal bitte. Kiche. Nee, komm. Sonst müssen wir die eh gleich wieder verschrotten. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in Schiffsdesigner. Verfügbare Blaupläne. Wir hätten gerne. Oh, große Frachter. 1200 Kilotonnen. Oh, wir hätten gerne einen großen Frachter. Da hätten wir gerne. Interspace 10. Was kostet? Du kostest richtig gut Ressourcen. Du kannst Warp 10 bei 100%. Du kannst Warp 8 bei 100%. Langbein konnte nur 7 bei 100%. Also ja, den Haken habe ich noch gar nicht bedacht, dass die Antriebe tierisch viel Ressourcen kosten. Aber für einen Frachter ist das schon sehr praktisch. Obwohl, später haben wir Sprungtore. Wofür brauchen wir denn die Frachter noch? Die Frachter brauchen wir eigentlich dann nur, um neue Planeten, die noch keinen Sprungtor haben, versorgen zu können. Und um die seltsamen Händler abzufangen. Aber komm, das sind nicht viele Ressourcen. Ja, komm. Interspace 10 kommt da rein. Der große Frachter, bekommt er auch gleich Scanner. Also unsere Schablone für Transport war große Frachter, den Treibstoffdingens da und eine kleine Verteidigungsstreitmacht. Und eigentlich noch einen Scanner.
wo wir uns den Scanner sparen könnten, bei allen Schablonen, also auch bei der Angreiferschablone, wenn wir einfach das Treibstoffschiff mit einem guten Scanner ausrüsten. Ja, ich glaube, das mache ich. Also du bist jetzt was ganz Neues. Du bist jetzt 3 am Anfang. Also alle Schiffe, die jetzt das neue Design haben, also den eigentlich besten Antrieb und die besten oder sehr gute Scanner, sind jetzt 3 am Anfang, damit ich es in der Auswahl einigermaßen überblicken kann. Sehen alle ein wenig komisch aus. Na gut, nehmen wir den hier. Was hättest du denn noch gerne? Du kriegst nochmal... Treibstofftank. Maximal Treibstoff 2600. Das ist schon recht viel, wenn ich mich recht erinnere. Wie viel machst du denn mehr? 250 Milligramm. Könnten wir 2 Stück reintun. Oder ein Superfrachtcontainer, das einfach mal 100 Kilotonnen raufpackt. Du kannst jetzt 1200. Das ist eine doofe Zahl. Ich hätte gerne 5 Stück davon. Das wären dann 6000 Kilotonnen. Also ein bisschen mehr, als der seltsame Händler braucht. 50er Schritte. 50er Schritte. Damit hätten wir, wenn wir 4 Stück bauen würden, genau 5000. Richtig? 4 mal 250 sind 1000, 4 mal 1000 sind 4000, 5000. Schön. Aber dann hätten wir eine ungerade, also eine komische Zahl bei den Fracht. Ja, ich weiß, ich bin pingelig. Aber ich mag das gerne in 5er Schritten bei den Schiffen. Ich weiß auch nicht warum. Okay, du kommst weg. Treibstofftank kommt 2-mal ran. Damit er weiter fliegen kann oder im Notfall schneller fliegen. Also höhere Warp-Zahl. Obwohl höher als Warp 10 wird er eh nicht fliegen können. Was sagt er über Warp 10? Geht er gar nicht. Nö. Und das ist auch der Antrieb, den wir nur wegen unserem Rassenmerkmal bekommen. Dieser Antrieb wird wie das Nebenmerkmal keine Ramscoop-Triebwerke. Also wird er wohl sehr okay sein. So, großer Frachter ist jetzt fertig mit dem neuen Design. Okay. Jetzt hätten wir gerne einen Aufklärer. Bauplan kopieren. Der kriegt den besten Antrieb. Und was hast du hier? Ah, den können wir noch nicht bauen, weil der Scanner fehlt. Abbrechen. Abbrechen. Was ist mit dem Treibstoffschiff? Den wollten wir eigentlich benutzen, um den Voyeur gar nicht erst bauen zu können. Da ist es dann gleich. Ja, okay, das können wir noch nicht bauen. Aber Kiche kann jetzt schon mal 5 von den 3er Frachtern bauen. So, schafft auch alles in dieser Runde. Sehr schön. Du hast Verteidigung alle voll. Dann bau doch einfach mal Bodengeschütze-Scanner. Hast du den noch nicht? Sieht aber so aus. Bau mal einen bodengeschützten Scanner. Oh, hier gibt es eine extra Sache dafür. Scanner-Typ? Nee. Reichweite? Nee. Hat er gar nicht. Oh, haben die anderen Planeten das? Ja, du hast Spielauge. Du hast auch keinen. Das änderst du bitte auch gleich mal. Warum? Oh. Hat er nicht die Ressourcen für? Okay, dann setzt das nach unten. So. Nether Region. Der hat schon einen. Simple hat auf jeden Fall einen. Jo. Wallaby. Wallaby hat auch einen. Klein wäre noch sehr praktisch. Bogenschützer-Scanner. Kannst du ihn zuerst bauen? Ja, kannst du. Dann können wir nämlich den ganzen Raum hier auch aufdecken. Das wäre bestimmt irre praktisch. Sehr schön. Makro-Hard vielleicht auch noch. Aber der wird nicht die Ressourcen dafür haben, oder? Nee. Nee. Okay, nach unten. So. Guti, noch eine Sache, die ich übersehen hatte. Die hier oben haben ja, sonst hätten wir den Radar blub da nicht. Gut, nächste Nachricht. Wir haben 2 Schiffe gebaut, ja. Wir haben eine Samenwolke beschädigt. Wir haben 7 Blades zerstört, das werden auch immer mehr. Weiter. Wir haben 3 Blades zerstört ohne Schaden. Sehr gut. 8 Blades ohne eigenen Schaden. Also es ist schön, dass wir keinen Schaden bekommen, aber dass die Zahlen immer so groß werden, irritiert mich ein wenig. Und die Dreiecke nehmen auch in beängstigender Anzahl zu.
Raumstab bei Dennep wird alle Aufträge erledigen. Fabriken kann sie nicht bauen, da sind wir am Cap. Du kannst aber Bergwerke bauen. Die schmeißen wir mal raus. Bergwerke schmeißen wir mal wie viele rein? 400 ungefähr. 400 nach oben. Ich finde es übrigens schön, dass die Zahlen hier so hoch sind. Also dass man wirklich 400 Fabriken baut und 4 Bergwerke und was weiß ich. Bei anderen 4X-Spielen ist es ja meistens so, dass man dann 4 oder 5 baut für den ganzen Planeten. Also Einrichtung. Das finde ich dann immer ein bisschen albern. Aber hier ist das richtig schick. Also eigentlich müsste die Zahl natürlich noch höher sein, aber das passt schon. So, noch irgendwas. Nether Region hat nichts zu tun. Die brauchen nochmal 100 Fabriken. So, und nochmal 100 Bergwerke. Du hast keine Verteidigung. Das ist nicht gut. Dann brauch doch mal 100 Verteidigung. So, das waren jetzt... Kichi hat alle Aufträge. Oh, immer noch. Bomber müssen wir erst noch designen. Kolonisierungsschiff. Brauchen wir erstmal nicht. Auch wenn wir eigentlich langsam damit anfangen sollten, die letzten grünen Punkte hier alle zu kolonisieren. Für ein Kolonisierungsschiff brauchen wir nur den Antrieb. Und sonst muss da nichts geupdatet werden. Nee, schön. Okay, dann designen wir kurz ein neues Kolonisierungsschiff. Verfügbare Baupläne. Wir hätten gerne Kolonisierungsschiff. Bauplan kopieren. Du bist jetzt 3. Kriegst auch das Interspace. So. Ja, das habe ich nämlich beim letzten Design vergessen. Kolonisierungsmodul, du kommst mal mit. Neues Icon. Das sieht recht schick aus. Das sieht komisch aus. Aber nee, bleiben wir beim Klassiker. Also, wir haben jetzt ein neues, schnelles Kolonisierungsschiff, das auch funktioniert. Okay. Fertig. Und davon bauen wir jetzt auf Kische mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück. Wenn die Ressourcen dann reichen, was ich irgendwie bezweifle. Und das eilt auch nicht, also können die ruhig hier unten hin. Wow. Wir können in dieser Runde echt alles bauen. Ich hätte gerne noch 13 Todessterne. Aber die kommen erst später. Na gut, dann halt... Ganz runter. Erztransformation, Autobild. Also der Rest kommt jetzt alles in Erztransformation. Sehr schön. Und dabei haben wir schon... hier ist der Haken noch bei nur übrigen Ressourcen in die Forschung. Deswegen geht das alles so schnell. Hier dauert es 2 Jahre. Weil Kiche zielte noch als dritte Weltplanet, oder wie man das nennen will, Planet zweiter Klasse. Die hier haben ja alle die Forschung unterstützt, weil sie halt schon ausgebaut waren. Kiche und die ganzen anderen Kleinen haben die Forschung nicht unterstützt, damit sie selbst aufbauen konnten. Das können wir jetzt langsam lassen. Ja, dann dauert es halt ein bisschen länger mit den ganzen Schiffen, aber das ist schon okay so. Dafür haben wir jetzt noch mehr Punkte in der Forschung. Die wir auch brauchen, um in der übernächsten Runde den Delfin-Scanner zu bekommen, um endlich unsere neuen Schiffe zu bauen. Wir kriegen auch neue Bomben, obwohl ich eigentlich versucht bin, alle Schiffe mit den Retro-Bomben auszustatten. Einfach nur so, falls es zu mir passt. Störer. Ne? Argusauge. Oh, sehr schön. Noch mehr bodengestützte Scanner. Und Schimpansenscanner. Also die hier sind wohl echt nur, um Schiffe im All zu sehen. Und die hier sind, um Schiffe im All zu sehen und auf Flotten um Planeten rum. Also wenn wir angreifen wollen, wären die oberen wichtig. Dafür haben die auch mal wieder 50 Lichtjahre weniger Reichweite. Wir könnten ja theoretisch beide installieren, wenn wir ein Schiff haben mit 2 Slots. Das müsste eigentlich denn klappen. Dann können wir so weit gucken wie der Schimpansenscanner, aber können trotzdem innerhalb von 220 Lichtjahren bzw. 100 Lichtjahren die Flotten auch erkennen. Ja, okay, aber alles später. Also wir Forschung, Elektronik, nächstes Feld, Elektronik, fertig. Wie schaut's aus mit den roten Dreiecken? Du fliegst dahin, da ist eine Flotte. Der Rest fliegt zickzack und ist mir auch wurscht. Nichts davon ist wirklich gefährlich.
Die versuchen, ihre eigenen Kolonien zu unterstützen. Was wir natürlich verhindern müssen langfristig. Aber jetzt müssen wir erst... Oh. Oh. Ich habe was vergessen. Transporter Langstrecke 19. Er ist jetzt genau auf dem Feld mit dem Händler. Du, andere Flotten hier. Nein, 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 nein. 200%. 400%. Da sind wir, da sind die.